Gut, vielen, vielen Dank für die herzliche Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Für mich ist es nicht das erste Mal, in diesem neuen Gebäude zu sein. Ich durfte vor ungefähr 3 Wochen schon mal hier mir das Gebäude angucken und ich bin auch sehr beeindruckt von der Agilität dieses Gebäudes und vielleicht gibt es ja sogar ein paar Verknüpfungspunkte, die ich jetzt in der nächsten knappen Stunde mit euch teilen werde. Meine Keynote heißt Experimental Learning Labs für mehr Sinnlichkeit in der digitalen Didaktik und wo ich positioniert bin, das wurde ja gerade schon gesagt und auch steht in der Ausschreibung in der ZHDK. Die ZHDK ist eine der größten europäischen Kunsthochschulen und umfasst eigentlich das ganze Spannungsfeld von den Künsten, das heißt von Fine Arts, also Malerei bis hin zu Interaction Design über die darstellende Künste wie auch Tanz und Musik. Die Hochschule der Künste ist vor ungefähr 10 Jahren an das Toni gezogen. Das ist einer der breitesten Gebäude der Schweiz. Und wir sind dort quasi in der alten Toni-Fabrik. Das ist eine alte Milchfabrik. Vielleicht kennt der eine oder andere noch den Joghurt. Ich bin situiert in dem Dossier Lehre. Das ist ein Teil meines Teams. Wir sind der Fachbereich E-Learning und setzen uns eben mit diesem E auseinander. Und zu diesem E komme ich auch noch ganz zum Schluss. Ich habe den Vortrag in 3 Teile geteilt. Einmal in so eine Positionsteil, das werde ich gleich noch erläutern. Dann so Ideen, die wir so an der ZHDK haben und umsetzen und dann eben zu diesem E. Gut, also fangen wir mit der Position an. Die Position möchte ich gerne aus 2 Perspektiven erstmal mit euch diskutieren. Aus der Perspektive oder der Position digital und Digitalität und dann Sinnlichkeit und Didaktik. Und wieso ich das mache, ist, dass es in diesen Begriffen doch ein bisschen Unklarheit herrscht und vor allem, wenn wir darüber reden, was ist überhaupt digital? Und was hat das Wort Digitalität überhaupt mit sich? Genau, fangen wir mal an mit dem Begriff digital. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir eine analoge Sache haben, also dieses analoge Hemdchen-Pulli, den können wir dann digitalisieren im Metaverse und dann können wir den digital anziehen und dann ist das Ganze digital, ne? Also oder wir machen ein Foto davon, darauf werde ich gleich eingehen. Und dann ist das irgendwie, kann man das auf dem Screen sehen und dann ist das digitalisiert. Das ist ein Prozess, der, und jetzt wird es spannend, eigentlich schon, das sind Höhlenmalerei von Lascaux, circa, man ist sich da nicht ganz klar, wann das stattgefunden hat, 36 bis 19. 1000 vor Christus. Und das sind Zeichnungen. Diese Zeichnungen bilden etwas ab, das heißt, eine Person hat etwas gezeichnet und hat quasi die Realität übertragen in eine Zeichnung, in eine abstrakte Umsetzung. Dann gibt es jetzt einen großen Sprung, das ist mir bewusst. Also ich hatte im Prinzip diese mit den Fingern an die Wand gemalt und dann war diese Zeichnung da für andere Menschen lesbar oder andere Objekte lesbar und auch für die Gegenwart, also für das Jetzt archiviert. Dann haben wir Menschen angefangen, uns zu überlegen, okay, wir haben jetzt vielleicht sogar noch irgendwie eine perspektivische Geschichte. Also wir haben über Perspektive geredet, wir haben über die Auffassung, wie ist die Realität abzubilden und haben angefangen, Maschinen zu bauen, um die Realität abzubilden. Also das ist jetzt hier eine Camera Obscura, die gibt es schon seit der Antike oder wurde damit experimentiert. Ab dem 16. Jahrhundert wurde damit nicht nur experimentiert, sondern wirklich geforscht, wie funktionieren Perspektiven. Also da wurde dann diese Maschine genutzt als Transmitter, wie ich
die Perspektiven sehen kann und dann auch abbilden kann. Aber vielleicht noch als Hinweis, die Person, die da drinne steht, malt das denn ab. Das ist spiegelverkehrt, das wissen Sie alle. Und die malt das denn ab und dann kann sie es umdrehen und dann hat sie eine reale Abbildung von der realen Welt. Ich mache das sehr reduziert und auch etwas im Durchlauf. Das heißt, man kann dann noch weiter drüber diskutieren, aber wenn wir das zusammenfassen, wir haben eine Information, also einen darstellenden Akt, wir haben ein Bedürfnis des Mitteilens, eine Kommunikation und wir haben eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, die das irgendwie konsumieren möchte. Also das mal so als Prozess, der gerade von mir beschrieben worden ist. Jetzt gibt es einen Moment in, mit dieser Kamera Obscura, wo der Mensch ins Prinzip noch einen Schritt weiter gegangen ist und die Kamera, die Fotokamera entwickelt hat und den Fotofilm. Das heißt, die Person hat ein Foto gemacht und ist dann, also diese Kamera wurde dann, also nicht mehr so ein Riesending und aufgebaut, sondern die Person guckt durch, malt nicht mehr, sondern lässt ein Apparat malen. Und ab dem Moment reden wir eigentlich auch von der Reproduzierbarkeit. Das ist Walter Benjamin, falls ihn jemand schon mal gehört hat. Wir reproduzieren, wir haben, gehen weg im Prinzip vom Unikat. Dann kommt eigentlich, jetzt habe ich nochmal einen Sprung gemacht, 1981, der Moment der Digitalkamera. Also Sony war der Erste, der das so auf den Markt gebracht hat, hat dann nochmal ungefähr 20 Jahre gedauert, bis das dann für die Gesellschaft, sage ich mal, günstig zugänglich war. Aber die Sache wurde im Prinzip, den ganzen Prozess, den ich jetzt sehr vereinfacht und klar gibt es da Lücken und Kritik, wenn ich das jetzt einem Profi zeigen würde, aber ich habe es mal probiert zu vereinfachen, gibt es den Moment der Digitalisierung des analogen Prozesses. Also wir reden nicht mehr von der analogen Fotografie, sondern von der digitalen Fotografie. Also haben wir hier einen Digitalisierungsprozess, nämlich ein, ist ein technologischer, also wir haben gesehen, wo das so technologisch herkommt. Und vor allem, wenn wir von Digitalisierung reden, reden wir von einem elektronischen Prozess. Also wir haben einen Prozess elektrifiziert. Und natürlich ist es, wenn wir es von der Höhlenmalerei sehen, natürlich ein Transformationsprozess. So, jetzt kommt das Smartphone, das heißt, also wir haben, ich habe gesagt, ungefähr 2000er gab es dann so einen Shift in der Gesellschaft, nämlich die Digitalisierung wurde für das große Publikum quasi bereitgestellt und wir konnten das dann auch alle nutzen. Am Anfang hat es noch ein bisschen gehapert, aber dann mittlerweile hat jeder sein Smartphone und kann da im Prinzip mit fotografieren und das auch anwenden. Das heißt, 2000 war die Digitalisierung nicht oder dieser ganze Prozess der Transformation nicht ein singulärer Prozess, der Experten zur Verfügung stand, sondern eben ein gesellschaftlicher Prozess. Also jeder konnte im Prinzip diesen Moment der Digitalisierung nutzen. Philosophen reden und Soziologen reden in diesem Sinne von Digitalität und nicht mehr von Digitalisierung. Also wir wiederholen, Digitalisierung ist die Elektrifizierung eines analogen Prozesses. Digitalität im Vergleich ist die Kultur, die daraus entsteht. Das ist vielleicht etwas sehr abstrakt und etwas philosophisch und runtergebrochen. Wir haben da zwei Stoßrichtungen, die in der Philosophie, beziehungsweise Nashe ist vielleicht nicht unbedingt ein Philosoph, aber ich finde, er hat sehr philosophische Ansätze, die eben diskutiert werden. Felix Stalder ist ein Professor an der ZHDK, deswegen erwähne ich ihn auch, aber er hat diesen Begriff Digitalität im Prinzip mitgeprägt und vor allem die Kultur der Digitalität auch in ein Buch verfasst. Und er redet eben von diesem Verhandeln. Also Digitalität meint, dass man etwas neu verhandelt. Und er macht das eigentlich auch sehr plakativ an diversen Beispielen, zum Beispiel wie die
Sexualität sich verändert hat, im Sinne von auch Homosexualität, dass seit der Digitalisierung, seit der Digitalität, also seit dieser neuen Kultur, mehr über diese Themen geredet wird. Also es wird anders verhandelt und in einem größeren Maßstab sichtbar gemacht. Und Nashiri ist, wie gesagt, ein eher Sozialwissenschaftler, der erkennt natürlich Muster in den Systemen und der sagt, naja, seit der Industrialisierung, also schon ein bisschen vorher, da wo es noch gar keine Computer gab, hatten wir schon eine Digitalität in unserer Gesellschaft, nämlich der komplexe Sachverhalt unserer Gemeinschaft oder unsere Gemeinschaft wurde so komplex, dass wir gar nicht mehr das greifen konnten. Und wir Systeme erarbeitet haben, die für uns diese Aufgaben übernehmen. Das heißt, er geht davon aus, dass es mit neuen Sozialstaaten sich im Prinzip diese neue Mustererkennung, also der Staat nimmt uns etwas ab und organisiert uns. Und seitdem reden wir von Digitalität, also seit der Jahrhundertwende, also von 18 auf 19. Ja, das sind mal diese zwei Strömungen, die momentan sehr gut diskutiert werden. Und auf was ich wieder zurück will, ist, dass eben diese Digitalität, diese gesellschaftliche Veränderung vor allem in den Vordergrund stellt und eben einen Kulturwandel bedingt, der schon relativ lange läuft, auch schon, sage ich mal, überspitzt gesagt, auch seitdem es noch gar keine Computer gibt, sondern es ist ein schleichender Prozess, der jetzt durch sage ich mal, diese ganzen neuen Medien auch sehr stark uns tangiert und wir jetzt auch diese Umwandlung im Prinzip merken, weil Systeme wie Schule vielleicht noch ein bisschen schleppender hinterhergeht als andere Systeme und wir gerade im Hochschulkontext oder im Schulkontext, im Bildungssystem das merken. Vielleicht noch zurück, wo es auch einen Diskurs gibt bei der Digitalität ist vor allem, und ich habe jetzt ehrlich gesagt, wollte ich erst zärtlich schreiben, aber manchmal kommt das dann ein bisschen in den erotischen Kontext. Wir an der ZHDK verstehen Zärtlichkeit als Interaktion zwischen zwei Objekten, in diesem Fall vor allem zwischen Mensch und Maschine oder Mensch und Objekt. Und diese Interaktion ist zu gestalten, also dieser Leerraum ist zu gestalten und nach Felix Stalder ist genau diese Interaktion das, was wir eben Kultur der Digitalität meinen. Also nicht mehr nur, dass wir aufs Handy gucken und da irgendwie was machen, sondern genau dieser Moment, diese Zärtlichkeit zwischen dieser Zwischenraum, das ist eben diese Kultur der Digitalität. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben also das Objekt, diese Interaktion, diese Zärtlichkeit, wie ich sie nenne, und eben die Person. Wir wollen etwas darstellen, wir wollen uns mitteilen und wir haben die Gesellschaft, die im Prinzip mit uns interagiert oder wir mit ihnen. Das ist jetzt zum Beispiel ein technologisches Ungewitter, so wie wir das nennen, wenn etwas nicht funktioniert, wie es sollte. So. Das ist, ich bin immer ein unglaublich schneller Redner. Ich muss mir immer sagen, jetzt machst du mal eine Pause, weil ich habe noch ein bisschen was zu erzählen und ich möchte euch sie ja alle mitnehmen. Ich möchte jetzt gerne über Sinnlichkeit und Didaktik reden. Und zwar, wenn ich über Sinnlichkeit rede, ist es im Wahrnehmungsprozess eigentlich Sinn, die Sinne, Sinnlichkeit, beziehungsweise der Sinn einer der ersten Reize, die auf uns prallen. Und die müssen wir dann durch die Wahrnehmung verarbeiten und handeln danach. Also ein sehr schöner Prozess, wie ich finde. Und wenn wir über Sinnlichkeit reden, reden wir darüber, wie wir etwas empfinden. Und es gibt Menschen, die sagen, wir haben 6 oder 7 Sinne. Wir wissen mittlerweile, dass wir, glaube ich, um die 370 haben. Also wir sind relativ sensibel auf unsere Umgebung und können sehr differenziert darauf reagieren bzw. handeln. Und wenn wir
über diesen Prozess reden, glaube ich, sind wir gerne immer in diesem Handeln-Bereich. Also wir möchten immer gerne handeln und sind uns manchmal gar nicht bewusst, dass eine Sinnlichkeit davor läuft. Also diese Interaktion, diese Zärtlichkeit, die wir mitgestalten müssen. Das heißt, ich probiere manchmal das umzudrehen und zu sagen, wie muss ich denn so einen Prozess von Sinnlichkeit und Wahrnehmung gestalten, bevor ich in das Handeln komme. Also es ist sehr auch wieder etwas Philosophisches, aber ich werde nachher, keine Angst, noch ziemlich klare Beispiele zeigen, wie das denn aussieht. Das heißt, wir gehen an der ZHDK, natürlich muss man dazu sagen, die ZHDK ist eine ästhetische, geprägte Lehrinstitution. Also wir prägen natürlich eigentlich nur sinnästhetische Prozesse und wir wollen natürlich, dass unsere Studenten lernen, wie sie ästhetischen Ausdruck gestalten können. Deswegen ist natürlich die Experience, also die Erfahrung immer im Zentrum der Betrachtung. Aber dennoch gehen wir von einem Experience-Based Learning aus an der ZHDK. Also wir haben dieses Zirkulare. Wir haben Do, Reflect, Generalize and Apply. Also wir müssen immer etwas machen, um es zu reflektieren, um es zu generalisieren, um es anzuwenden. Also in welche Richtung das auch immer geht, das könnte man noch sich, also man kann überall einsteigen. Und wir gehen im Prinzip von diesem Modell aus und setzen daneben das didaktische Dreieck, das wahrscheinlich auch hier bekannt ist, also dass wir eben von der Vermittlung, also dass wir einen Betreuungsansatz haben, also wir betreuen unsere Lernenden, unsere Studenten in ihrem Schaffen, wir geben ihnen diese Reflexionsebene, wir wollen mit ihnen reden, wir aktivieren und wir haben natürlich die Vermittlung. Das ist so, sage ich mal, ganz runtergebrochen unsere Methoden, auf die wir, oder unsere Systeme, auf die wir zurückgreifen. Und ich möchte auch noch auf das Kompetenzenmodell der ZHDK eingehen, das ein Kompetenzenmodell für die Kultur der Digitalität ist. Es ist wir sind gerade dabei, ein Kompetenzenmodell für die Lernentwicklung zu gestalten. Da komme ich dann nächstes Jahr und präsentiere das. Aber momentan sind wir, da ist irgendwas, den will ich nicht. Im System. Also wir gehen von diesem Kultur der Digitalität aus und sagen, es gibt, und jetzt werden wir etwas immer wieder hören, wir sagen, dass wir die Person natürlich ins Zentrum stellen und wir sagen Person, weil in unserem Falle tatsächlich auch ein Roboter eine Person ist, aber also die Person ist nicht unbedingt der Mensch, aber die Person ist ein Akteur, dem wir im Prinzip ein Mindset zur Verfügung stellen. Und darum herum haben wir drei Hauptkompetenzen, und zwar die digitale Teilhabe, die digitale Kreation und die Teamarbeit. Und das Ganze funktioniert eben in dieser Kultur der Digitalität. Dann möchte ich gerne sagen, dass wir eben diese digitale Didaktik konsequenterweise als offenes und agiles Spannungsfeld und Experimentierfeld sehen, die sinnlich zärtliche Digitalität nutzt. Und darauf komme ich jetzt zu den Experimental Learning Labs, die wir an der ZHDK zumindest aus unserem Fachbereich bereitstellen und die direkt auch in die eigene Lehre genutzt werden kann. Und ich zeige jetzt ein paar Beispiele, wie das denn aussieht, wenn man Digitalität probiert zu leben. Und zwar stellen wir ins Zentrum das Experiment, ins Zentrum den Menschen oder die Person und ins Zentrum ein Modell, das wir Fu nennen. Fu ist ein
ein Modell, was die ludische Didaktik, also die spielerische Anwendung ins Zentrum stellt, und vor allem sind das Interventionen als kreatives, disruptive und explorative Strategie in der Hochschuldidaktik. Also das heißt, wir probieren an der ZHDK ganz gezielt, uns zu stören. Das ist vielleicht auch eine Technik, die sowieso aus der Kunst kommt, also aus den künstlerischen, gestalterischen Aktivitäten. Aber wir haben sie auch übertragen auf andere Bereiche, und das funktioniert ganz gut. Zum Beispiel arbeiten wir, du hattest es schon erwähnt, mit Lela in einem Kooperationsprojekt, wo alle 5 Hochschulen des Kantons Zürich oder Zürichs genutzt werden. Und dort haben wir auch diese Methoden angewandt. Und sie funktionieren sehr gut, weil sie im Prinzip das eigene Denkmuster verlassen. Denn schon Friedrich Schiller sagte, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Ein bisschen sehr plakativ, aber ich glaube, es zeigt das, was wir meinen. Wir wollen, also das Digitalität ist eigentlich auch ein Raum, wo man anfängt, Knöpfe zu drücken und Sachen selber auszuprobieren. Wir reden von einer starken Fehlerkultur in dieser Kultur der Digitalität. Und wenn wir über diese Mechanismen reden, reden wir auch natürlich über das Spiel und eben um diese subversiven Techniken. Wieso sage ich nicht jetzt hier die ganze Zeit, wieso rede ich von ludischer Didaktik und nicht von Gamification? Das ist eine Frage, die vielleicht schon bei dem einen oder anderen aufgeploppt ist. Wir reden nicht von Gamification, weil wir sagen, das ist eigentlich ein Instrument aus dem Marketing, um die Menschen, sage ich mal, in so einen Immersionszirkus reinzukriegen, dass er nicht mehr aufhören kann, etwas zu machen. Was wir aber sagen, wir wollen den Spieltrieb, diese Neugierde, diese Lust an etwas herauszufinden, wir wollen das stärken. Und das geht eben nicht, indem ich jemanden in einen Tunnel ziehe, der dann da nicht mehr rauskommt oder schwieriger dann rauskommt. Also ich übertreibe natürlich, aber da liegt die Kraft der Darstellung. Also die ludische Didaktik ist bei uns eher ein aufgebaute, neugierde, spielerische Herangehensweise und sehr eng verbunden mit der Fehlerkultur. Das heißt, die ludische Didaktik ist ein spielbasiertes und spielerisches Lernen und Lernen. Also im Vergleich zum Gamification, wo es klare Regeln gibt und man muss etwas eigentlich auch strikt anwenden. Es soll so dieses analoge, hybride, digitale, wie auch immer, Methoden zusammengreifen. Sie sollen vor allem motivieren, auch natürlich ist motivieren immer ein schwieriger Begriff in der Lehre, aber trotzdem, wir wollen motivieren, indem wir ganz spezifische und individualisierte Anreize schaffen und vor allem gezielter Feedback geben. Jetzt fragen Sie sich, was heißt denn Fu? Ich habe das mitgebracht, und zwar haben wir den P für Play, wir haben H für Hybrid, wir haben I für Easy und W für Walk. Und wenn man sich dieses Konzept anguckt, könnte man sich jetzt fragen, und wie sieht das aus? Das habe ich mitgebracht, und zwar sage ich, dass Play wirklich so dieses Spielerische, auch ein bisschen alberne und ein bisschen lustige sein kann. Zum Beispiel hat Mela Kocher in der tiefsten Lockdown-Phase eine Ziege in unser Zoom-Meeting eingeladen, und es war total lustig. Man konnte so eine Ziege mieten aus England, die war dann 10 Minuten dabei und hat mit uns interagiert. Also, und man muss sich natürlich immer ein bisschen einlassen auf so Spiele. Also manchmal ist mir Frau Kocher auch ein bisschen zu viel, aber es hat noch einen lustigen Aspekt. Und so wie jetzt gerade, man lacht, man guckt sich an und hat irgendwie eine Verbindung miteinander aufgebaut. Denn Hybrid, das finde ich eigentlich ein wunderschönes Bild,
Da haben wir jemanden aus Amerika auf so einen Roboter geholt und er ist dann mit uns durch die Gänge gefahren und ist quasi wirklich hybrid mit uns, wie so, ich sage immer, Menschen zusammenbringen. Ich sage, beam me up. Also wirklich, wir können mittlerweile Leute in den Raum beamen. Wir haben vorhin über das Metaverse so ein bisschen was gehört. Ja, man sagt, es gab früher eine schwedische Politikerin, die hat gesagt, das Internet ist nur eine Modeerscheinung. Ich sage, das Metaverse ist eine Modeerscheinung. Ich glaube eher, dass wir sowas brauchen, wie wir eben das zusammenbringen, vielleicht über Hologramme oder eben so technologische Mittel, wo wir Personen in den Raum reinholen können, beziehungsweise mit ihnen in einem Raum interagieren, anstatt uns zuzumachen. Aber vielleicht werde ich in 10 Jahren dann auch zitiert. Dann haben wir das Easy. Das ist jetzt hier in meiner Küche mit einem Kochtopf, weil ich damals, als der Lockdown losging, kein Stativ hatte, wo ich meinen Computer höher machen konnte. Und Easy meint bei uns das Hacken. Und zwar Systeme so bereitstellen oder mir die Sachen so nehmen, dass ich selber mich befähigen kann und nicht irgendwelche komplizierte Technologie brauche. Wir sagen zum Beispiel, dieses Gerät hier hat fast jede Person in seiner Hosentasche und wir sagen dazu das Schweizer Taschenmesser, weil es einfach alles kann. Also wir können kleine Videos damit aufnehmen etc. Also es ist, wie ich mich selber quasi befähige, das ist eben dieses Easy. Und dann als letztes das Walk. Man könnte jetzt sagen, okay, wir haben viel Unterricht auch vor allem im Lockdown im Laufen gemacht. Das wäre so die klassische Walk-Situation, also die Laufsituation. Wir sagen aber auch, dass es eine Agilität benötigt in jedem Unterrichtssetting. Also, dass ich dieses Walk auch mal sage, okay, ein Raum, und ich finde, das zeigt auch dieses Gebäude sehr schön, ist eben nicht statisch, sondern in Bewegung. Und das wollen wir eigentlich mit diesem Walk zum Ausdruck bringen. Ja, das ist mal so viel zur Theorie und kleine schon Beispiele gebracht. Aber wir sind eine große Hochschule wir sind eine große Hochschule. Wie sieht das denn aus in, sage ich mal, größeren Formaten, die nicht nur so kleine spielerische Interventionen sind? Und deswegen habe ich 4 Beispiele mitgebracht, wie wir das an der ZHDK also wirklich auch strategisch und systemisch implementieren. Wir haben ich habe einen ganz kleinen Ausschnitt aus unseren Laboren, wie wir als E-Learning, also als Fachbereich mit den Dozenten zusammenarbeiten. Ich habe Online-Kurse mitgebracht, die ich gerne zeigen möchte, wo wir zum einen mit natürlich den Mitarbeitern der ZHDK arbeiten, aber zum Beispiel auch mit Jack. Dann haben wir die Lerntechnologie. Ich habe 2 Beispiele mitgebracht, wo wir im Prinzip dieses Modell auch wiederum benutzen. Und dann möchte ich gerne auch eine Transformation bei uns aufzeigen, nämlich unsere Lernräume. Die Labore, diese Experimental Learning Labs, heißen bei uns ELLA. Ihr werdet merken, wir benutzen gerne Abkürzungen der ZHDK. Also wir haben jetzt schon FU und ELLA und LELA, wie auch immer. ELLAs sind im Prinzip Labore, wo Dozenten zu uns kommen und entweder aus 2 Perspektiven. Einmal sagen sie, oh, ich habe da eine mega gute Idee und ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Das ist die eine Perspektive oder die andere Perspektive. Und das ist in unserem Fachbereich und auch an der ZHDK so, vielleicht kennt das jemand, so ein bisschen dieses Angstgetriebene. Ich habe das Gefühl, das nimmt mir mein Arbeitsumfeld weg. Also das sind so wie diese 2 Perspektiven. Einmal ein sehr motivierter Dozent kommt zu uns und einmal vielleicht eher so ein, ich sage es jetzt mal, ängstlicher Dozent. Und was wir machen, sind im Prinzip diese Fragestellung mit den Dozenten nehmen und eben durch dieses Modell von FU zu übertragen. Und ich gehe jetzt mal von diesem ängstlichen Szenario aus. Also es kam ein Dozent zu uns, der hat gesagt, also
es tut mir wirklich leid, aber Digitalität oder Digitalisierung oder dieses ganze digitale Zeug in meinem Unterricht finde ich total, muss nicht sein. Dann habe ich gemeint, ja, und was würdest du denn gerne mal machen? Also wenn du jetzt nicht an deinen Unterricht denkst, also welche Technologie interessiert dich denn? Hat er gesagt, ja, also ja, ich würde eigentlich schon mal ganz gerne, also Kunstlehrer, also bildnerisches Gestalten. Da hat er gemeint, ja, also er hat jetzt noch nie so eine VR-Brille aufgehabt und es wird ihn schon mal interessieren, was das heißt, da drinnen zu malen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das, haben unsere VR-Brillen genommen, haben einen Raum eröffnet, haben mit ihm, haben für ihn und mit ihm recherchiert, welche Technologie man da downloaden kann, haben dann so einen Raum geöffnet für ihn und sind dann mit ihm auf die Reise gegangen und haben dazu noch andere Leute eingeladen. Also wir waren dann 30 Menschen, die dann in diesem Raum miteinander diese digitalen Räume oder digital oder in diesen Metaversen gemalt haben. Und danach haben wir uns dann zusammengesetzt und haben uns überlegt, was heißt das denn für die Hochschuldidaktik, was heißt das denn für meine eigene Lehre? Also so probieren wir, Personen quasi abzuholen und eben mit ihnen das denn zu bearbeiten. Und das System ist eigentlich ganz schön, weil wir regelmäßig diese Ellas durchführen und alle, ich würde sagen, 1-2 Monate, und wir geben ihnen jedes Mal ein neues Thema und jedes Mal holen wir einen Dozent ab, der entweder ärgerlich oder ideenmotiviert ist. Bei dem anderen, da ging das um Hybridität, also wie kriegen wir möglichst viele Menschen in einen Windkanal, also das ist ein Windkanal, der kann Strömungen messen, also was sehr aus dem Produktionsdesign wird das oft verwendet. Da stellt man, also das ist ein kleiner Windkanal, aber es gibt auch sehr große. Und wie kann eine Person, die nicht vor Ort ist, diesen Wind fühlen? Das war die Fragestellung. Also es sind sehr, sage ich mal, abgedrehte Sachen, aber nur in diesen Feldern lernen wir überhaupt, was heißt das denn, diese Fragestellung für uns, wenn wir mal richtig aufmachen. Und vielleicht noch dazu, Ellas haben oder diese Experimental Learning Labs haben keine Entwicklungslogik. Also man macht einfach, man fällt und dann diskutiert man das danach, aber sie haben jetzt kein Ziel. So als, und ich glaube, diese Ziellosigkeit, die hilft auch unseren Dozenten im Prinzip irgendwie sich zu trauen, diese Knöpfe zu drücken, also diesen spielerischen Element aufzubauen. Dann komme ich jetzt auf die Online-Kurse, die wir anbieten. Also jetzt waren wir quasi in diesem hybriden Moment, dass wir Menschen entweder dazuschalten oder Technologie in den Vordergrund stellen. Wir geben aber auch Online-Kurse, wo wir Formate gestalten, die Begegnungen schaffen sollen, entweder Begegnung zwischen Mensch und Objekt oder auch zwischen Mensch und Mensch, wie man das eben gerne möchte. Und wir haben eine Reihe, die heißt Encounter. Und diese Reihe, ich probiere das jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Diese Reihe ist im Prinzip ein Adventskalendersystem, also wieder ein stark spielerischer Ansatz, den wir hier verfolgen. Und zwar hat man innerhalb 10 Tagen Zeit, 10 Aufgaben zu lösen, und man bekommt für die Sinnlichkeit eine Box mitgesendet, die man auspacken darf, und jeden Tag, also es sind auch 10 Tage aneinander, kann man eine von dieser Aufgabe öffnen und bearbeiten. Und diese Aufgabe ist dann gar nicht unbedingt digital oder technologisch zu lösen, aber sie ist immer irgendwie in dem eigenen Umfeld zu lösen. Und was wir damit, das System ist so, dass man
dass wir natürlich eine digitale Plattform haben. Das ist Paul, da komme ich später noch dazu, wo wir im Prinzip, also es ist ein einfaches Moodle, wo wir auch nacheinander eben diese Tage eröffnen und die Teilnehmer dieses Kurses können dann jeden Tag herausfinden, wie die neue Aufgabe ist. Und wenn wir das jetzt so angucken, haben wir eben diese Perspektiven der Agilität, also der Bewegung drin, des Walks. Wir haben einen relativ einfachen Approach. Also man sind jetzt nicht Aufgaben, die sind total schwierig, sondern sie sollen mich eigentlich stimulieren. Und wir haben einen Hybriditätsmoment, weil wir eben durch die verschiedenen Welten hüpfen. Und das ist, wie gesagt, ein sehr verspieltes Moment. Was wir jetzt gemacht haben, das war ein Creative Encounter. Also es sollte wirklich meine Kreativität meine schulen oder aufbauen. Also es war auch ein Kurs für jedermann, also nicht für, sage ich mal, professionelle Kreative, sondern wirklich für alle. Und was wir jetzt machen, ist aus unserem Projekt Lela heraus, was eben das Lernlabor Hochschuldidaktik ist, probieren wir einen Educational Encounter zu starten. Der Start ist im Oktober, wo es darum geht, dass, und das ist so ein Kernmoment auch, finde ich, von Digitalität, nämlich dieses vernetzte Zusammenarbeiten, dass 5 Zürcher Hochschulen, die ETH, die UZH, die PHZ, die ZHW und die ZHDK zusammen einen Online-Kurs gestalten und entwickeln, der gehostet ist an der ZHDK und der 5 Perspektiven, also ich glaube, ich habe das sogar nochmal aufgeschrieben, genau, 5 unterschiedliche Perspektiven der Hochschuldidaktik einbringen in einen Kurs und man durch kleine Interventionen, wir erinnern uns an die ludische Didaktik, durch kleine Interventionen meinen eigenen Unterricht quasi nicht aufpeppen, sondern mal anders betrachten zu können. Der Ganze geht eben 10 didaktische Begegnungen, gleiche Prinzip wie der Educational, wie der Creative Encounter und es sind eben 5 unterschiedliche Perspektiven der 5 Hochschulkulturen und der ganze Kurs geht dann 10 Wochen. Wie gesagt, das ist ein Kooperationsprojekt mit den Hochschulen, die dort stehen und wurde gefördert von Swiss Universities. Jetzt möchte ich noch auf unsere Lerntechnologien gehen. Wir, jeder kennt vielleicht das Human-Centered Design. Wir reden an der ZHDK mittlerweile vom Planet-Centered Design. Was heißt, dass ich nicht nur den Mensch ins Zentrum der Betrachtung stelle, sondern natürlich den Mensch ins Zentrum der Betrachtung, weil darum, deswegen designe ich vor allem, aber dass ich auch den Planeten, also meine Umwelt mit einbeziehe, da kommen dann ethische Grundsatzfragen, Nachhaltigkeit, so diese ganze Bubble, die eben noch auf dieser Ethik und Moral und Nachhaltigkeitsebene steht. Und wir gestalten unsere Lerntechnologien exakt aus dieser Perspektive heraus oder mit dieser Art von Design und haben einen hohen Bedürfnis, natürlich, weil wir eine ästhetisch visierte Schule sind, dass es auch alles ganz gut aussieht. Also wir stellen eine User Experience noch stark ins Zentrum der Betrachtung. Und wenn ich das aufzeige, möchte ich gerne Paul zeigen. Paul ist unser Lernmanagementsystem und wir hatten es gerade schon mal gesehen, es basiert auf Moodle. Und als wir angefangen haben, Paul zu evaluieren oder unser Lernmanagementsystem zu evaluieren, haben wir gesagt, wir brauchen ein stabiles System, aber auch mega fancy. Und es soll auch irgendwie super modern sein und so. Und dann sind wir auf die lange Reise der Evaluation gegangen und haben gemerkt, dass mega stabil und mega fancy manchmal schwierig ist, wenn es darum geht, vor allem eine gewisse Komplexität abzubilden. Manchmal sind denn starre Systeme und auch, jetzt rede ich über Nachhaltigkeit, es sind auch Systeme, die vielleicht Sachen besser reduzieren,
auch für die Nachhaltigkeit in der Lehre, quasi nicht nur auf Umwelt bezogen, sondern auch, wie kann ich meine Systeme so archivieren, dass sie wieder aufrufbar sind oder recycelt werden können. Und auch Nachhaltigkeit im Sinne von Datensicherheit. Also wir sind natürlich eine kantonale Institution. Wir können nicht jedes Tool nutzen, was da auf dem Markt ist. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns dann für Moodle entschieden, weil wir gesagt haben, das ist ein sehr nachhaltiges System, sieht aber furchtbar aus und ist hyperkompliziert, weil es eben so schön und nachhaltig ist. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen das um und haben einen Designer beauftragt, beziehungsweise ein Design gekauft. Es gibt so Templates und dann gibt es so Templates, die sind so ein bisschen advanced. Wir haben die Hälfte rausgeschmissen, die halben Funktionen quasi deleted und haben dem ganzen Moodle einen Namen gegeben, also auch einen Charakter. Also wir reden jetzt auch wieder von Sinnlichkeit und von dieser Interaktion, also dieser Zärtlichkeit. Wir haben an der Hochschule diesen sehr starren Lernmanagementsystem haben wir eine Person gegeben, haben die Paul genannt. Und Paul ist die Plattform für Austausch und Lernen. Und auch in diesen Bezeichnungen, also Austausch und Lernen, haben wir im Prinzip eine Sinnlichkeit geschaffen, die wir dann auch noch, also wir haben auch so einen mega fancy Trailer, also fancy ging es denn doch. Ich hoffe, das ist übersteuert jetzt nicht von der Tonspur. Paul ist eine digitale Plattform der ZHDK, um das Austauschen und Lernen zwischen Kursanbietenden und Teilnehmenden zu vereinfachen und zu strukturieren. Du möchtest einen Kurs erstellen? Füttere Paul mit deinen eigenen Inhalten. Verfeinere ihn mit Aktivitäten und gestalte den Kurs nach deinem eigenen Gusto. Schließlich denkt das Auge mit. Strukturiere dann deine Zutaten und bereite alles für den Ansturm zu. Durch das modulare System und die Gestaltungsfreiheit kannst du für die Teilnehmenden ein ausgewogenes Rezept aus Interaktionen, analogen wie auch digitalen Materialien zusammenstellen. Du hast sogar die Möglichkeit, Dienste von Drittanbietenden hineinzumischen. Und wem du den Kurs servierst, das entscheidest du. Ob für interne oder auch für externe Teilnehmende. Bearbeitet dann euer Thema gemeinsam weiter. Sammelt relevante Dokumente, tauscht euch aus und diskutiert in Foren. Du möchtest Videokonferenzen direkt anbieten oder sogar digitale Zertifikate ausstellen. Auch das ist möglich. Und das Beste, all diese Informationen stehen auch nach Kursabschluss weiterhin zur Verfügung. Du willst einen Kurs besuchen? Mit Paul kannst du am Kurs an einem beliebigen Ort teilnehmen und die Kursinhalte jederzeit abrufen. Und erlaube Paul, dich an Termine zu erinnern. Du kannst mit Paul auch unkompliziert und schnell eine eigene Projektwebseite erstellen. Nutze Paul für eine flexible Unterrichtsform und gib deinen Unterlagen ein digitales Zuhause. Hunger nach mehr? Melde dich bei paul.zhdk.ch an und stelle dir dein eigenes Kursmenü zusammen. Okay, wir haben dort vielleicht noch drei Methoden angewandt, die sehr nachhaltig sind. Jeder kann einen Kurs eröffnen, also das Sekretariat muss nicht die Kurse bei uns eröffnen. Jeder Student kann einen oder Studentin kann einen Kurs eröffnen. Das heißt, wir haben viele Masterarbeiten da drauf. Also es sind viele, die ihre Recherche dort machen und vor allem auch archivieren. Und wir können auch sehr gut Externe dazu einladen. Also wir haben quasi ein Open Access zu unserer Learning Management-Seite und ich denke, das hat sehr gut funktioniert. Man kann auch Seiten sichtbar machen. Das heißt, wir haben viele kleine Projektwebseiten, die eben über Paul laufen. Es ist noch ein Grund, wieso wir Paul Paul genannt haben, weil wir wussten nicht, ob übernächstes Jahr eine mega cool neue fancy Lernmanagement-Plattform rauskommt. Und wenn wir Paul nutzen, können wir im Prinzip, also wir wollen Paul haben, aber eigentlich ist uns die Technologie egal. Und ich glaube, das ist auch eine Kultur der Digitalität per excellence, weil das Gefäß ist gar nicht mehr der Treiber oder die Technologie, sondern die Kultur. Also das ist sehr so, wie wir eben Lehre an der ZHDK denken.
Und das Schöne war, dann kamen Dozenten zu uns und haben gesagt, also gell, früher hatten wir ja dieses Moodle, das, wir hatten es nämlich vorher eigentlich auch schon, und jetzt haben wir Paul. Ja, das finde ich immer das schönste Kompliment. Dann haben wir eine, ja, das bin ich, eine Technologie, die wir selber entwickelt haben. Das ist der Modcast. Der Modcast ist ein medienbasierter Podcast. Und zwar haben wir an der Hochschule oft das Problem, dass wir eigentlich gerne interagieren möchten. Und wir möchten gerne auch auf einer sicheren Plattform das tun. Und wir möchten eigentlich alles nur in so einen Container tun und dann diesen Container nutzen und den noch mit Sprache hinterlegen. Aber der Container muss noch irgendwie interaktiv bespielbar sein. Und was wir gemacht haben, ist genau dieses Bedürfnis genommen. Wir haben ein Canvas, also eine weiße Fläche, wie ähnlich wie bei Miro, wo man alles drauf tun kann. Und man kann dem Ganzen eine Tonspur drunter legen und im Prinzip so seine Lerneinheiten audiovisuell unterlegen und Interaktion in so einer Oberfläche haben. Wer das sehen will und auch spüren will, der testet am besten modcast.zhdk.ch mal aus. Wir hören jetzt keine Lerneinheit von uns. Und zum Letzten möchte ich jetzt kommen, was unser Ideenreichtum an der ZHDK aufzeigt. Und ich finde das sehr ein ähnliches Projekt wie eigentlich der Square. Wir haben NIR, also nochmal eine Abkürzung für neue Arbeitsräume. Und ja, wieso haben wir das? Wir sind auch gerade vor 10 Jahren in dieses coole Gebäude gezogen. Wieso brauchen wir jetzt neue Arbeitsräume? Weil nämlich tatsächlich, als das Gebäude geplant worden ist, eigentlich genau, also ich glaube, ihr kennt das alle, genau solche Räume bei uns hatten. Also sehr statische, sehr unflexible und vor allem sehr unsinnliche Räume, sinnig ist sinnlich. Und diese Räume, das ist jetzt noch ein schöner. Wir haben Räume, die keine Fenster haben, die wirklich keine, also weiß gestrichen sind, graue Decke, also wir haben Sichtbeton oben, grauer Boden, also die eigentlich nicht unbedingt kreativ sind oder zur Kreativität einladen. Wir hatten es vorhin, unsere Departmentleiterin Design sagt dann, naja, also Kreativität soll ja hier entstehen und der Raum muss mich nicht kreativ einladen. Sage ich, das ist auch ein Argument, das stimmt. Aber ich glaube, in diesen Räumen gibt es eine statische Situation, die für unsere Kultur und für unsere Lehrszenarien eigentlich gar nicht mehr so funktionieren. Also haben wir uns an diese Räume gemacht und haben uns die tatsächlich schlimmsten ausgesucht. Die wurden uns auch sehr dankbar übrigens gegeben. Und haben durch, in Zürich gibt es die große Förderungswelle, die heißt DITZ, das ist die Digitalinitiative der Zürcher Fachhochschulen. Und in diesem Programm haben wir eine Finanzierung bekommen, eben 3, also momentan sind wir beim 3. Raum, diese Räume umzugestalten. Und wir hatten nicht ein großes Budget. Wir haben aber viele Leute an der Hochschule, die sehr motiviert sind. Und natürlich haben wir eine eigene Produktionsstätte bei uns. Also wir produzieren Möbel und alles selber, das muss man natürlich sagen, aber wir bekommen mittlerweile auch Besucher, die sich diese Räume angucken und sie mit uns diskutieren außerhalb der ZHDK. Und was wir gemacht haben, das ist jetzt unser erstes Produkt, das ist die Toolbox. Die Toolbox ist im Prinzip, also die Idee ist ja, und ich weiß, hier geht das in eine ähnliche Richtung, deswegen ist es jetzt nicht so abstrakt vielleicht für den Square, aber die Idee ist, der Raum ist leer. Und wenn ich in den Raum reinkomme, gestalte ich mir den Raum. Und wenn ich rausgehe, lasse ich ihn aber so. Also ich muss nicht aufräumen, das ist nicht, also ich muss ihn sauber machen, aber ich muss ihn nicht aufräumen. Und ich habe wie ein Toolset, wie so ein Katalog an Möglichkeiten, den ich auch nutzen kann. Und hier haben wir dann gesagt, okay, wir wollen möglichst agil in der Höhe sein, im Sitzen. Wir wollen möglichst agil mit
Technologie sein. Wir wollten erst so ein mega cool so 360-Grad-Projektion machen und der ganze Raum leuchtet. Dann haben wir mit einem Techniker geredet, der hat gesagt, ja, und wie viel Budget habt ihr? Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen 2 Beamer. Und das war es dann mit der 360-Projektion. Aber wir haben probiert, wir haben dann so Videokonferenzen, wir haben Ton drin. Also geht in, also ist jetzt nicht Überraschung für das, was hier ist. Es ist absolut nicht Rocket Science, es ist total angewandt, also easy und sehr walk, also sehr in der Bewegung. Und vor allem mit so ein paar Methoden, wie zum Beispiel, du darfst einen Raum so lassen, wie du ihn möchtest. Damit inspirierst du nämlich die, die kommen, wie sie es vielleicht auch nutzen können. Also diese Intervention wieder mit eingebaut. Und mittlerweile sind es tatsächlich einer der beliebtesten Räume, die gebucht werden. Also es ist, weil wir haben auch so mit so großen Vorhängen gearbeitet, die dann noch so Räume einteilen. Das werde ich jetzt zeigen, nämlich in einem Film. Das ist Schiff 2. Wieder etwas sehr Sinnliches. Vielleicht noch, ich muss ihn vielleicht noch mal vielleicht noch zu sagen, das hier, ich sage immer liebevoll, das ist die Appenzeller Blumenwiese. Das ist nämlich tatsächlich olfaktorisch Heu, was man dort riecht. Also, und dieser Raum hat tatsächlich keine Fenster. Also es ist wirklich, war früher, da wollte man nicht rein, mittlerweile sehr gerne. Und was wir hier gemacht haben, ist, man hat es vorhin mit diesem riesen Screen gesehen, wir sagen ja, wir leben in der Kultur der Digitalität, also nicht mehr in Digitalisierungsprozessen, sondern wir leben da schon drin. Und ich finde, der Raum, der zeigt diese Kultur der Digitalität, nämlich in dem, dass es A, alles agil ist, also alles selbst gestaltbar ist, und B, dass auch die Technologie agil ist. Also wir haben da Roboter drin, wir haben da diese Screens drin, wir haben einfach gar nicht mehr einen statischen Moment, dem wir sagen, das ist jetzt die Präsentation und das ist, sondern wir lösen im Prinzip auch dort diese Rollenbilder auf. Aber wie gesagt, hier gibt es ja ähnliche Ansätze, die aber auch gelernt werden müssen, genutzt zu werden. Vielleicht ist das nur, weil man das Angebot hat, heißt es lange noch nicht, dass es dann auch genutzt wird. Es gibt nämlich auch viele, wir haben nämlich auch gesagt, es ist mehr so, ne, man sitzt nur noch auf diesen Boxen und es gibt gar keine Stühle und gar keine Tische mehr. Und jetzt gibt es so Dozenten, die holen dann sich Stühle und Tische wieder rein. Aber es ist ja auch okay. So. Genau. Also das sind diese Beispiele, die ich habe. Und ich komme jetzt zum Ende von meinem Input, von meiner Keynote und möchte gerne nochmal zurück auf dieses E. Ich hatte das ja vorhin am Anfang angeteasert, dass ich nochmal auf dieses E komme. Und wieso E? Naja, ich arbeite, wie gesagt, in diesem Bereich E-Learning. Das heißt, ich muss mich irgendwie mit diesem E verständigen und eigentlich ist es ja gar nicht klar, was dieses E heißt. Und wir haben lange in der Retrette uns überlegt, was heißt das E? Wir haben tatsächlich etwas länger damit uns befasst und haben gesagt, naja, eigentlich ist es in erster Linie ein Ensemble, also in ganz vieler Hinsicht. Es ist ein Esprit, es ist ein Electronic, es ist ein Explorative, ein Experimental, ist ein Extended, ist ein Engaged, ist ein Equal, ist auch irgendwie ein Epic und vor allem ist es ein Endless Learning. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst machen, dass E-Learning eben nicht dieses
Chronic ist, sondern ich hoffe, ich habe den Spannungsbogen schließen können. Also nicht nur, dass es Electronic ist, sondern dass es eben diese Kultur ist, in der wir mittlerweile leben und die wir auch gar nicht mehr wegdenken können. Und dass auch Digitalität funktioniert, obwohl nicht mein Rechner an ist. Ich glaube, dann sind wir erstmal so ein bisschen doch nichts verpasst. Ich mache es doch eigentlich ganz gut, zum einen. Und zum anderen kann ich vielleicht auch diese Angst mir manchmal nehmen, etwas Neues auszuprobieren. Weil wir können nämlich zusammen, also ensemble, das lösen, das Problem. Also sage ich, dieses E ist mein Metaverse. Es ist nämlich das Du, es ist das Ich, es ist das Wir. Und es ist eben in diesem Raum von Digitalität. Und ich habe jetzt heute nicht über das Metaverse geredet, aber jetzt doch am Ende nochmal angeschnitten. Und ich finde, wenn man das so sieht, ist es doch plötzlich ganz da, nämlich hier und jetzt. Danke. Bevor wir jetzt gleich in die Fragen dann einsteigen und danke, dass ihr euch doch noch getraut habt, auf Slido eure Fragen zu stellen, möchte ich doch noch ein kurzes Geschenk dir überreichen, liebe Charlotte, weil du ja auch noch so kurzfristig eingesprungen bist. Dankeschön. Für Mela. Aber das Schöne war ja auch, dass Mela trotzdem ein bisschen dabei war. Ihr habt sie auf vielen Fotos gesehen und natürlich sind auch einige Projekte gemeinsam entstanden. Absolut. Ja, genau. Ich habe mich jetzt selber demontiert, natürlich mit dieser Präsentation, weil ihr wisst ganz genau, wir machen vieles auch, aber ein bisschen lahmer als die ZHDK. Also bei uns heißt das LMS liebevoll auch StudyNet, aber unsere Faculty tendiert zu Canvas, so wie das Moodle bei euch ist. Ganz interessant. Also ich hoffe, wir können viel mitnehmen, das ist ja auch immer die Idee dieser Begegnungen hier im Square. Und da kommen natürlich schon erste kritische Fragen. Ja. Darfst du dir sehr gerne anschauen. Wie macht ihr das denn mit Datenschutz und Urheberrecht? Warum kann Paul so offen sein? Mhm. Warum kann ich mich als HSGlerin da einloggen? Also wir haben ein Transluzenzprinzip. Das heißt, man sieht einiges, aber ich muss natürlich als Lehrperson meinen Unterricht öffnen. Und ich habe drei Möglichkeiten, den zu öffnen. Ich kann ihn komplett öffnen. Dann muss ich mir aber bewusst sein, dass jeder da reingehen kann, also die ganze Welt. Das ist natürlich dann die Sache, da darf, also Datenschutz haben wir auch. Wir sind auch kantonale Einrichtung, aber das ist quasi öffentlich. Da geht die Lehrperson das Risiko ein, dass sie dann öffentlich sichtbar ist. Dann gibt es ZHDK-weite Kurse, die sind dann nur ZHDK geöffnet und dann gibt es natürlich nur klasseninterne Kurse, die dann der personenspezifischen Gruppe zugeordnet sind und dann haben wir eben dieses Datenschutzproblem oder diese Datenschutzfrage nicht. Genau, da gab es auch gleich die Anschlussfrage. Wenn du das so offen machst und wenn die Leute agil spielen können, riskierst du da nicht, dass du auch hart an die Grenzen von Copyright gehst, weil dann vielleicht Artefakte entstehen, die... Wie steht ihr dazu? Ja, das ist ein sehr, sehr heißer Diskurs. Ich habe da eine sehr spezifische Meinung zu, würde ich sagen, die vielleicht nicht... Also ich meine, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die wahnsinnig offen sind. Also wie du vorhin gesagt hast, ich setze mich für Open Education Resource ein. Ich finde, eine Kultur der Digitalität ist eine Offenheit per se. Also wenn ich mich im digitalen Raum befinde, wenn ich eine E-Mail schreibe und unser IT-Security Fachperson sagt immer, wenn du eine E-Mail schreibst und sie nicht durch verschiedene Schlüssel kodiert ist, ist es so, als wenn du eigentlich nackig rausläufst. Also das liest jeder mit. Ne? Also das heißt, was ist denn so dieses Chaos? Wir sind im Chaos und die Frage ist die, was ist denn überhaupt mein
Copyright. Und wir an der ZHDK sind natürlich Gestalter von Artefakten und wir sind da sehr sensibel, was das betrifft, aber glaube ich auch, dadurch vielleicht, dass wir so ein Mindset haben, auch können wir auch spielerisch damit umgehen. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat, die gestellt worden ist, aber ich glaube, Copyright ist nochmal eine Diskussion für sich. Absolut. Da gibt es noch ganz praktische Fragen. Wie sieht denn das mit Chaos mäßig aus? Mhm. Da erinnere ich mich, als wir zusammen durch den Square gewandert sind, hast du gemeint, ja, das ist alles ein bisschen sehr aufgeräumt hier. Das wäre zu aufgeräumt für die ZHDK. Ich glaube schon, dass es vielleicht ein bisschen ein Problem bei uns ist. Wie ist denn das bei euch? Eine gute Frage. Wir haben, ich müsste es eigentlich wissen, 2000, also vor, sagen wir mal, 10 Jahren sind wir in dieses Gebäude eingezogen. Und dann hat der Rektor gesagt und auch die Verwaltung, also wir sind da eingemietet von Allreal, hat der Rektor gesagt, liebe Mitarbeiter, liebe Studenten, unser Gebäude wird, die Kreativität ist in den Räumen mit euch, aber die Wände werden nicht bespielt. Es wird nichts an die Wand geklebt. Das ist hier, das ist ein Sichtbeton, der wird nicht benutzt. Was passierte ungefähr ein halbes Jahr später? Die Kunst rannte durch die Gebäude, es war ein riesen medialer Aufschrei und malte alles, also wirklich radikal an und das ganze Gebäude war danach bunt. Also ich gebe zu, unser Gebäude ist, danach wurde übrigens die Wände freigegeben, jetzt darf man an die Wände malen. Feuerschutztechnisch gibt es da noch so 1-2 Hürden, aber wir haben natürlich eine gewisse Ausgangslage, die heißt Chaos. Und ich glaube, wir haben es jetzt gut, was wir machen, ist drüber reden. Wenn zu viel Chaos entsteht, wie denn damals, da fing dann an mit gerichtliches Verfahren, das wurde dann eingestellt. Also man probiert dann schon so Hebel zu machen, aber man merkt relativ schnell, dass das nicht funktioniert bei uns. Und dass sich so ein gewisses Chaos, also mein Vater ist Chemiker, und er sagt immer, jeder Raum füllt sich mit Chaos. Ist manchmal die Frage, welche Moleküle man zusammenbringen muss. Aber ich finde, Chaos ist doch was eigentlich sehr Natürliches und Schönes. Du sprichst mir aus dem Herzen. Martin, warum kommst du nicht auch noch nach vorne? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch Fragen an dich gibt. Bitte, bitte. Ja, okay. Was sie doch zuerst die Antwort. Ja, ich glaube, wir haben da schon ziemlich viel. Genau. Encounter Ella Paul. Genau, ja. Wie gelingt euch das, die Leute zu aktivieren? Das ist ja das, was wir auch immer wieder versuchen. Nicht ganz einfach. Wie bin ich auf euch gestoßen? Mhm. Ja, im Netz. Ja, also ich glaube, was wir, also jetzt, es gibt ja wie zwei Ebenen, einmal den Fachbereich, also Fachbereich E-Learning an der ZHDK. Wir probieren natürlich über Community Build, also wir haben 3 Marketing-Spezialisten in unserem Team, das darf ich so sagen. Also wir sind natürlich sehr darauf, also wir kommen vielleicht, so die Hälfte kommt nur aus der Didaktik, die andere Hälfte kommt eher aus dem Marketing. Wir haben auch eine Politikwissenschaftlerin drin. Also allein in der Teamaufstellung sind wir schon sehr darauf, nicht nur, sage ich mal, pädagogische Fragestellungen uns zu stellen, sondern auch gesellschaftliche und auch wie man kommuniziert. Und ich glaube, das ist ein große Hilfestellung, dass wir sagen, okay, wir müssen mit den Menschen reden. Also was ist Vermittlung, was ist Didaktik? Es ist ja ein Vermittlungsakt und den probieren wir zu gestalten. Und wir sind, würde ich sagen, sehr, wir nutzen soziale Medien, wir sind da sehr aktiv. Am Ende ist es auch so, dass wir zu den Leuten direkt hingehen. Ich glaube, das ist immer noch eine sehr gute Sache, dass wir viel Präsenz zeigen. Und ich glaube, das ist in diesem, also digital sowie analog, ich glaube, das ist auch mit dieser Kultur, wir leben die Kultur vor, wir möchten sie gerne teilen und wir möchten sie gerne in die Welt rausbringen. Vielleicht ist das eine Antwort. Und Aktivierung ist immer ein großes Thema, vor allem, wenn wir dann nur rein digital sind, in diesen digitalen Kursen. Wir wissen von MOOCs, also das sind die Massive, ich drehe es immer um,
Open Online Courses. Ich drücke mal. Ja. Ich glaube, wir haben eine Dropout-Rate von diesen Kursen bei, ich glaube, 90% nach dem ersten Einheit. Das ist natürlich relativ viel, wenn man sich überlegt, was diese Massive-Kurse beherbergen. Das heißt, man muss, und jetzt ist die schlaue Frage, wann ist man erfolgreich, wenn man etwas gemacht hat? Also ist man erfolgreich, nach der ersten Lektion zu sehen, das war es jetzt für mich, oder ist man erfolgreich, wenn man das durchfährt, was ist da und ein Zertifikat bekommt? Also ich glaube, da muss man sich auch fragen, jetzt hier hört ja auch nicht jeder zu. Echt? Vielleicht. Oder wenn ich meine Studentin vor mir habe, ist ja auch nicht jeder hört mir vielleicht zu. Und das ist ja auch, das, ich glaube, ich als Lehrperson, das ist, ob digital oder analog, immer auch so zu sagen, okay, aber ich erreiche ja welche. Ne? Und das ist doch schon mal gut. Ja, beim Digital Encounter hatten wir keinen Dropout. Das haben alle durchgezogen, nicht alle Aufgaben gemacht, aber alle ja, durchgezogen. Aber das war natürlich wirklich, dass wir immer wieder gesagt haben, ihr müsst was machen und persönliche, also ja, da hatten wir immer diese persönlichen Begegnungen, die wir, ja. Ja, das war absolut toll. Mhm. Aber bitte, stellt doch auch gleich direkt Fragen, ihr müsst nicht übers Leiden gehen. Samuel. Du hast zweimal, glaube ich, erwähnt, dass bei euch ja die Person im Zentrum steht und die Person eben nicht zwingend ein Mensch sein muss, mhm, sondern auch ein Roboter, mhm, sein kann. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was habt ihr da, was macht ihr da in diesem Bereich? Wir hatten, das ist ein älteres Projekt, da hatten wir ein Interaction Designer, sind ja im Prinzip die Menschen, die diese Zärtlichkeiten gestalten. Und die haben am Digitaltag der Schweiz haben sie zwei Roboter miteinander interagieren lassen und der Mensch konnte, wie heißt das, wenn man über so einen Faden hüpft, so Seilspringen durfte er machen. Also der Mensch war eigentlich nur Nutzer der Interaktion der Computer oder der Person. Das ist jetzt mal das ein sehr plakatives Beispiel. Ich weiß nicht, ob das, es gibt noch tiefere, aber wir interagieren ja eigentlich fast täglich mit einer Person, die vielleicht gar nicht mehr aus Blut ist. Also unser Handy ist ja die ganze Zeit irgendwelche Intelligenzen unterlegen, die natürlich irgendwann mal jemand programmiert hat, aber in dem Moment vielleicht nicht mehr. Oder wir haben Lernbots, die quasi den Lernprozess mitgestalten können. Aber das ist vielleicht eher eine Spielerei, die wir gerade austesten. Die letzte möchte ich auch noch mitnehmen. Ihr wart noch nett, ihr habt geschrieben, die sinnliche Digitalität. Ich glaube, das geht noch leichter, aber die zärtliche wird dann noch schwieriger. Das ist natürlich eine Intervention, auf jeden Fall. Ja. Und wie nehmen das die Studierenden auf? Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ästhetisch geprägtes Bildungssystem sich damit eigentlich, also ich meine die Tänzer, ne? Ich meine dann haben wir eher die andere Frage, wie kann man sich da vielleicht auch wieder abgrenzen? Aber ich glaube, wir sind es sehr gewohnt, sehr zärtlich miteinander umzugehen, weil wir eben ästhetische Prozesse gestalten. Und für mich ist es eher die Frage, ich glaube, an unserer Hochschule sind wir es gewohnt. Ich glaube, an anderen Hochschulen vermisst man das denn und hätte es gerne etwas mehr. Und die Frage ist, wie können wir die Momente in, ästhetisch fremden Berufen mit einbringen? Und jetzt mein auch ein bisschen Kritik am Bildungssystem, dass wir immer mehr ästhetisch geprägte Berufe oder Schuleinheiten aus der Mittelschule nehmen, finde ich, ist zum Beispiel ein falsches Zeichen. Also das ist eine der Kernkompetenzen für unsere Zukunft und die streichen wir aus dem Bildungssystem. Also what the fuck? Ja. Zärtlichkeit hast du beschrieben als Interaktion zwischen zwei Objekten, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Da fehlt mir irgendwie die Qualität der Interaktion. Also es ist ja nicht nur eine Interaktion, sondern Zärtlichkeit ist ja irgendwie eine Qualität der Interaktion. Und ich glaube, das wäre noch interessant, welche Qualität, eine zärtliche, aber welche, wie würde man das noch anders beschreiben?
Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, dass Zärtlichkeit nicht falsch verstanden wird, weil es natürlich eine sehr spezifische Interaktion ist. Ich sage immer, ich streiche mein Handy ja auch schon fast, ne? Also ich wipe da drüber, ich gestalte diese Zwischenmomente. Und diese Zwischenmomente sind was sehr Intimes zwischen mir und dem anderen Objekt, aber sie haben nicht unbedingt was Sexuelles, sondern wirklich so eine Sinnlichkeit. Und ich glaube, das ist, das ist ein schmaler Grat, auf dem ich mich bewege in der These. Aber ich glaube, wir müssen das wieder zurückholen, weil es gibt ja auch wieder dieses Verschwinden von manchen Studenten, die sich dann nur noch im Digitalen aufhalten. Und ich probiere mich ein bisschen weg von diesem immersiven Gedanken zu holen, der nämlich auch dieses Reinziehen hat. Und ich bin eher auf der zärtlichen Interaktion anstatt von der Zärtlichkeit Ersten. Eher im Sinne von Wahrnehmen der Sinnlichkeit, also wieder bewusstes, ja, Wahrnehmen, genau. Dass das eigentlich ganz viele sinnliche Tätigkeiten sind. Genau. Sinnlichkeit, die wir, ja, erleben. Und eben auch einfach zärtlich, also dass man sich auch bewusst macht, dass, ob jetzt das ein Computer ist oder also dass das einen Wert hat, diese Interaktion, genau, zu gestalten. Ja. Ich hoffe, man hat heute Morgen gemerkt, dass mein Team, das da hinten sitzt, heute Morgen super zärtlich interagiert hat und das alles so wunderbar kuratiert hat hier. Die haben die Pflanzen reingeholt, die haben es hier vorne gemütlich gemacht, hat niemand genutzt, außer mir. Wir haben hinten was aufgebaut, wir haben uns Mühe gegeben mit den Plakaten, wir haben versucht, die Square Guiding Principles etwas sinnlicher darzustellen, mit Symbolen zu arbeiten. Wir versuchen das, wie verrückt, aber vielleicht sind wir nicht so gut. Aber weitere Fragen von euch? Wie funktioniert das, wenn man mit vier anderen Hochschulen einen Kurs entwickelt? Kannst du da was erzählen? P8. Ist das sehr unsinnlich, digitale Prüfungen? Ich glaube, mit Zärtlichkeit. Also was wir gemacht haben, sind alles die hochschuldidaktischen Zentren, die zusammenarbeiten. Also alles, die meistens ans Rektorat angesiedelt sind. Mit denen erarbeiten wir und wir haben auch alles öffentlich. Das heißt, man kann alle Events sind geöffnet für die Allgemeinheit. Und dadurch, dass wir quasi so eine einladende Geste gezeigt haben, funktioniert das sehr gut. Und neben Zärtlichkeit verfolge ich auch das Konzept des Humors. Wir lachen ganz viel zusammen, auch schon in der Erarbeitung, die im Volllockdown passiert ist, also via Computer und nicht via Räumlichkeit in diesem Sinne. Und wir haben alle gemerkt, dass das ein Ding ist, was wir jetzt machen müssen. Also auch diese Dringlichkeit dahinter. Und wir haben alle gemerkt, dass wir irgendwie auch gerne miteinander reden und etwas gerne zusammen machen. Also auch durch Beziehungen. Das ist klar dadurch entstanden. Und auch so ein bisschen, weil es cool ist, sowas zu machen. Und wie das jetzt genau, dieser Kurs entstanden ist, ist nur ein Teil von unserem Kooperationsprojekt. Wir haben gesagt, wir haben offenes Gefäß. Das sind so Arbeitsgruppen. Diese eine spezifische Arbeitsgruppe heißt Educational Design. Und dort haben wir gesagt, wir würden das gerne machen. Und dann haben alle gesagt, gut, wir machen mit. Und dann hat jeder initiativ mitgemacht. Und es sind eben fünf Perspektiven und es sind hinter diesen fünf Perspektiven ist je zwei Personen, die einen Experteninhalt geben. Ja. André. Digitalität ist da, wir leben darin. Mhm. Was ich immer sehr spannend finde und deshalb die Frage an dich, wie erlebst du eure Dozenten, diesen Mut, wirklich explorativ ranzugehen, was auch heißt, Formate funktionieren nicht. Weil man probiert Neues aus. Technologie ist nur ein Hilfsmittel. Und deshalb Kern der Frage, wie erlebst du eure Dozenten, wie macht ihr das, dass man auch sagt, es darf mal nicht funktionieren. Und es ist okay, weil wir wollen lernen. Also wir haben gemerkt, dass
Und das ist altersunabhängig, das möchte ich gerne sagen. Wir hatten letztens eine Diskussion, ja, und dann gehen die Alten weg und dann kommen die Neuen und dann wird eh alles besser. Dann sage ich, ja, tolles Bild, was du hast, aber stimmt nicht wirklich, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass gestern war ein Musikprofessor bei uns, wir haben so ein Format, das heißt Digital Teaching Style, wo Lehrpersonen von ihrem Stil erzählen, wie sie unterrichten. Und wie alt war der? Der war vielleicht so um die 55, 56. Der macht alles nur noch mit seinem iPad, aber er hat Methoden entwickelt, wie er mit den Studenten im Prinzip zusammenarbeiten kann, mit so Noten. Das ist ein sehr komplexes System und er, ganz easy hat er da so, ne? Also Alter spielt schon mal keine Rolle. Und auf die Frage, wie wir damit umgehen, ich würde sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Angst und Lust. Ich glaube, manche haben Angst vor das, was kommt und weigern sich, etwas zu machen. Und das haben wir bemerkt, diese Personen, die haben Angst, etwas zu tun, weil sie nicht wissen, was sie machen. Und dann vor 2 Jahren haben wir gesagt, da müssen wir was ganz Akutes gegen tun, weil da gibt es Menschen, die haben Angst, etwas zu machen und sie fragen nicht mich, sie fragen nicht die Expertin, sondern da ist irgendwie so ein Gap und sie fragen auch nicht den IT-Spezialisten. Also haben wir ein Programm ins Leben gerufen, das heißt Digital Assistant. Und das sind Studenten aus allen 5 Bereichen, also wir haben 5 Departamente, aus allen 5 Departementen rekrutiert. Die bekommen von uns Schulungen, die werden ausgebildet. Es sind eigentlich Tutoren im weitesten Sinne. Aber was wir machen ist, wir setzen die Studenten zu den Dozenten in den Raum rein und sagen, klicken jetzt mal mit euch. Und dann klicken sie mal eine Stunde falsch und vor allem geben Sie dann auch ein Feedback auf den Unterricht. Also es sind wie so, ja, so mal kurze Interventionen in den eigenen Unterricht. Und wir kriegen ein extrem überwältigendes Feedback. Und eigentlich haben wir gesagt, wir hören auf nach einem Jahr, weil dann nicht mehr Lockdown und Pandemie ist. Und es wird jetzt verstetigt und darüber freue ich mich sehr. So wie ein geschützter Raum. Ja, und einfach... Und nicht irgendwie fühlten sich die Dozenten da sehr gut und vor allem die Dozenten, die sich nicht trauen, uns zu fragen. Und wir haben von der IT unseren Zoom-Beauftragten, der kam dann zu mir und meinte so, weißt du, die Fragen, die Studenten fragen, wo ich mir dachte, wieso kommt ihr nicht damit zu mir? Also so, aber weil einfach, ich wusste gar nicht, dass das ein Problem ist, dass sie nicht wissen, wie man und so. Also es ist ein sehr... Das ist vielleicht so ein Lösungsansatz, den wir für diese Problematik haben. Wir hätten eigentlich auch die studentischen Mitarbeitenden, die unterstützen der Faculty, aber nicht mal das wurde angenommen bei uns. Ah ja. Ganz schwierig, ja, ja. Wir sind wahrscheinlich zu effizienzgetrieben. Schau mal, die erste Frage, die bekam ein Abflug, die müssen wir noch beantworten. Was machst du mit den verlorenen 10 Minuten wegen dem Umstellen des Raums? Mhm. Major problem. Mhm. Ja, das ist, ich finde es mittlerweile blöd, dass ich immer meine Kinder als vor mich schiebe, aber ich tue es trotzdem. Meine Kinder haben im Kindergarten ein Lied. Das heißt, Ufrume, Zammerrume, jetzt ist Zeit, alles, was auf dem Boden liegt, ne, so irgendwie. Ich singe jetzt nicht, das kann ich nicht, obwohl ich von der musischen Schule komme. Diese Kinder, die räumen auf. Und die räumen ihre Sachen raus und räumen sie wieder zurück. Das ist eine Kultur, die dort beigebracht wird. Ich finde das irgendwie cool. Könnte man doch auch in der Hochschule machen, oder? Also wieso muss ich als Lehrperson dafür sorgen, dass alles perfekt ist? Sondern ich kann doch auch sagen, hier, jetzt nehmen wir 2 Stühle und 3 Tische und stellt die doch mal auf. Und wenn... vorbei. Also es ist doch auch, wir haben ja auch einen pädagogischen Auftrag, also nicht nur einen didaktischen, wir reden vom lebenslangen Lernen. Das wäre doch auch ein Ansatz und den verfolgen wir. Da könnte ich gleich schon einen Hack anbringen. Wir haben nämlich einen Dozierenden, der hat sich was ganz Schlaues überlegt. Der lässt jeweils die Studierenden den Raum einrichten,
die in der Doppelstunde präsentieren. Weil dann können Sie genau Ihr Setting herstellen, wie Sie das gerne hätten. Es sieht jedes Mal anders aus. Und der Dozierende muss nichts machen.